herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie bereits letzte Woche angekündigt und wie ihr auch schon dem Titel entnehmen konntet, geht es heute um meine Top-Hoodies für die kalte Jahreszeit, für den Herbst, für den Winter, wie man es auch haben möchte. Ich habe mir ein paar Hoodies rausgesucht, die ich euch heute vorstellen werde. Ich habe darauf geachtet, dass man alle noch bekommen kann, zumindest in ein paar Größen bei einem Hoodie, aber ansonsten gibt es, glaube ich, alle in allen Größen verfügbar. Ich habe jetzt Hoodies und Zip-Hoodies reingenommen. Bei Sweatern muss ich ehrlicherweise sagen, gibt es nicht wirklich so viel Auswahl momentan. Also die zwei einzigen Sweater, die ich momentan selber wirklich aktiv trage, sage ich mal, ist der eine von MLMH aus der Uniform und dann noch der schon echt alte Raglan-Sweater von TMC Clothing, aber die sind beide sold out leider. Dementsprechend konnte ich die logischerweise nicht hier ins Video reinnehmen. Und ansonsten geht es dieses Video, wie gesagt, um Top-Hoodies bzw. Top-Zip-Hoodies für den Herbst, Winter, für die kalte Jahreszeit, für alles, was ich jetzt momentan so als cool finde. Ein paar Empfehlungen, die vielleicht der eine oder andere nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, ich habe hier im Video sowohl meine Lieblings-Basic-Hoodies als auch ein paar, ich würde jetzt nicht sagen ausgefallenere Pieces, aber halt eher keine Basic-Hoodies, die man jetzt schon eher als Highlight-Piece benutzen kann. Dementsprechend seid gespannt, was alles auf euch zukommt. Und wir fangen direkt mit dem ersten Hoodie an. Und hierbei geht es um die Reporter-Hoodies bzw. um die Reporter-Zip-Hoodies. Die Kenner unter euch wissen schon, das sind meine Lieblings-Basics. Davon habe ich einmal hier diesen grauen, normalen Basic-Hoodie und dann nochmal diesen Stonewashed-mäßigen, sage ich mal, Zip-Hoodie. Trage ich beide sehr, sehr gerne. Sind wirklich sehr qualitative Basics, vor allem für den Preis. Klar kann man sagen, für Basics ist das schon relativ viel Geld, was man ausgibt. Aber ich kann euch wirklich sagen, die Qualität hier stimmt auf jeden Fall. Von vorne bis hinten. Fittechnisch auch. Also wirklich, ich glaube, ich habe wenig Hoodies, wo ich sagen würde, dass mir der Fit so lange so gut gefällt. In beiden trage ich eine Size L auf 1,74. Das Sizing ist da ein bisschen komisch. Da muss man sich ein bisschen rantasten. Für mich persönlich ist Size M ein bisschen zu eng, sage ich euch so, wie es ist. Ich kenne aber auch Leute meiner Größe, die Size M tragen. Es kann daran liegen, dass ich zu breit bin. Wahrscheinlich bin ich zu breit, oder? Aber keine Ahnung. Da muss man sich ein bisschen rantasten beim Fitting. Ich habe euch Links in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr auswählen. Von den Hoodies gibt es insgesamt 9 verschiedene Farben. Von den Zip-Hoodies gibt es bisher nur 4. Ich weiß nicht, ob Reporter da noch mehr rausbringt oder nicht. Made in Portugal. Also wirklich, die Qualität ist sehr solide. So viel zu meinen Lieblings-Basic-Hoodies, vor allem jetzt für den Herbst oder für den Winter. Kleiner Geheimtipp. Graue Hoodies kommen sehr, sehr OP. Wir machen direkt weiter mit einem Release, der jetzt nächste Woche stattfindet und, glaube ich, noch gar nicht so sehr angeteasert wurde. An der Stelle liebe Grüße an Mo und Stefan. Die haben mir da schon ein Hoodie und auch ein T-Shirt zugeschickt. Das werdet ihr beides im letzten Pickup-Video sehen. Aber ich kann euch sagen, 99 Base bringt einen sehr, sehr nice Hoodie raus. Den kann ich empfehlen. Ich habe dann das Size L drin. Ich blende euch hier mal ein Foto ein, wie das Ganze aussehen wird. 99 Base ist sowieso eine Marke, die ich jetzt schon wirklich seit sehr langem verfolge. Zumal die auch schon relativ früh damals auf mich zugekommen sind, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte, was Fitpicks und sowas angeht. Dementsprechend haben die immer einen Platz in meinem Herzen. Vom Fitting her muss ich sagen, ich glaube, der fittet nicht ganz so weit wie die anderen Hoodies, die hier im Video drin sind. Ich glaube, man könnte den Fit ein bisschen mit den MLMH-Hoodies vergleichen. An die Leute, die da einen MLMH-Hoodie zu Hause haben, die auch mein Foto nochmal eingeblendet. Ungefähr so fitten die, würde ich sagen. 99 Base ist, glaube ich, am bekanntesten durch ihre Stars zu scheinen, durch ihre Monogramm-Zip-Hoodies geworden. Alle Leute, die sich auf der deutschen Streetwear-TikTok-For-You-Page befinden, die werden auf jeden Fall hier diese Monogramm-Zipper kennen. Ja, wirklich eine sehr, sehr coole Marke. Da liebe Grüße. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Hoodie. Und der kommt von X Days Left, einer Brand, die, glaube ich, jetzt relativ neu am Start ist, aber vor allen Dingen dafür schon eine sehr, sehr nice Qualität am Start hat und nicht ganz so basic ist. Der Hoodie ist sehr schlicht gehalten, hat hier auf der Brust so ein kleines Männchen, relativ ausgefallene Taschen dafür, dass es ein normaler Hoodie ist und ein paar Distressed Details, nicht zu viel, aber ein paar, dass man es schon sieht. Ich finde den Hoodie wirklich sehr, sehr cool. Vom Fit-Technischen her kommt er auch sehr gut. Er ist ein bisschen crop geschnitten, würde ich sagen, jetzt aber auch nicht zu viel. Also immer noch in der Komfortzone auf jeden Fall. Wirklich ein sehr, sehr weicher Hoodie. Ich glaube, ich habe keinen Hoodie, der sonst so weich und kuschelig ist, so dumm es sich anhört, aber der ist wirklich echt gemütlich zu tragen. Vom Sizing her, ich habe in dem Hoodie eine Size M, wie gesagt, 1,74. Um die 70 Kilogramm für die Leute, die es interessiert. Also könnt ihr euch daran orientieren. Und wir machen direkt weiter mit einem Release, der jetzt auch auf der Matte steht. Brand Vision droppt jetzt heute in einer Woche, nächsten Sonntag um 6 Uhr, glaube ich. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Generell in meinen Augen eine der krankesten Kollektionen, die sie so rausgebracht haben. Wirklich, Brand Vision hat vor allen Dingen jetzt in den letzten Kollektionen nochmal so eine kranke Steigerung hingelegt. Fängt jetzt auch in meinen Augen so langsam an, immer mehr ihre eigene Sprache zu sprechen, wenn man das so sagen darf. Und da kommen unter anderem auch zwei Hoodies raus. Einmal hier der extrem gecroppte Hoodie. Trotzdem finde ich, dass der sehr cool aussieht. Zum Beispiel Tu hat den einmal gerockt. Das, finde ich, steht ihm sehr, sehr gut. Also für alle Leute, die da nach einem etwas ausgefalleneren Hoodie suchen, mit auch noch einer sehr auffälligen Farbe, die sind hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Bei Trend Vision, die Qualität stimmt sowieso immer. Ich glaube, dazu brauche ich gar nichts mehr sagen. Wirklich sehr, sehr nice. Ich glaube, auch hier würde ich wahrscheinlich ein ganz normales Size M nehmen. Und dann bringt ihr noch hier diesen beigen mäßigen Hoodie raus. Der ist nicht ganz so crop geschnitten. Ich glaube, der kommt vom Schnitt wahrscheinlich an diesen Pop-Up-Store-Hoodie an, also an diesen braunen hier, den ich auch im letzten Let's Pickups-Video vorgestellt hatte. Den finde ich auch sehr stark. Vor allem auch wieder die Farbe mit dem Design zusammen matchen sehr, sehr stark. Und denke
kann man safe im Winter auf viele Sachen rocken. Wie gesagt, kommt am 23. raus. Bleibt auf jeden Fall wach. Ich kann mir vorstellen, dass die Sachen relativ schnell sold out gehen werden, weil die Kollektion halt wirklich schon gut gehypt ist. Aber so viel dazu. Ich bin wirklich sehr überzeugt von den beiden Hoodies oder beziehungsweise eigentlich generell von der kompletten Kollektion. Das heißt, hier lohnt sich auf jeden Fall auch, die Sachen auszuchecken. Dann machen wir weiter mit einem Hoodie, den ich jetzt schon seit längerer Zeit habe, der eigentlich relativ schlicht ist und trotzdem eher auffällig. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es geht um diesen Akame Studios Hoodie hier in diesem dunklen Marineblau, dann mit diesem Akame Zeichen auf der Brust in Orange und dann als zweiter Details, anstatt diese normalen Standardtaschen, hat er dann hier solche zwei, boah, wie soll man das sagen, Cargo-Taschen, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde den Hoodie wirklich sehr, sehr nice. Was ich bei dem sagen muss, ist, das Blau kommt auch in echt sehr, sehr schön rüber. Den kann man auf jeden Fall auch rocken. Da auch wieder, ich habe eine Size M und viel mehr gibt es zu dem Hoodie eigentlich nicht zu sagen. Abgesehen von den Taschen ist er wirklich sehr schlicht gehalten, quantitätstechnisch auch solide. Ich glaube, das war auch das erste Piece von der Brand, was sie damals rausgebracht haben. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Das heißt, wenn ihr nach so einem Marine-Hoodie sucht, dann wird der auf jeden Fall was für euch sein. Ich habe noch zwei Sachen für euch, die vielleicht manche nicht auf dem Schirm haben, wo ich mich auch ein bisschen wundere, dass die Sachen nicht sold out gegangen sind. Und zwar hat Lowlight Studios noch zwei Sachen in Stock. Einmal hier diesen gelben Hoodie, den ich wirklich sehr, sehr krass finde als Highlight-Piece. Ich muss sagen, gelb ist nicht wirklich meine Lieblingsfarbe zu tragen, aber das liegt einfach daran, dass ich weiß, dass gelb mir einfach nicht steht. Muss man einfach so sagen, gelb steht mir nicht. Ich finde aber trotzdem, dass der sehr, sehr nice geworden ist. Die Shooting-Fotos davon haben mir sehr gefallen. Ich habe ehrlich gesagt nur eine Person in meinem ganzen Leben gesehen, die den in echt anhatte. Was mich bis heute tot wundert, weil der echt stark geworden ist. Ich weiß nicht, ob die Farbe ein bisschen zu viel ist für manche. Aber falls ihr nach einem guten Highlight-Piece sucht, der ist auf jeden Fall sehr auffällig. Fit-technisch her solide, Schnitt auch solide. Ich würde wieder mit einer M gehen. Genauso wie bei dem Zipper hier, dieser Stonewashed-Zipper, wo mich es noch mehr wundert, dass der nicht sold out gegangen ist, weil es wirklich einfach ein cleaner Lowlight-Zipper ist. Da kann man sich nicht beschweren. Und das war's auch schon mit dem Video hier. Ich muss sagen, ich habe nicht so viele nice Hoodies gefunden, weil halt echt viele Sachen leider sold out sind. Bestes Beispiel, gestern hat Systemic deren einjähriges Jubiläum gefeiert und da einfach mal Parität reingehauen, die sind instant sold out gegangen. Ich wollte eigentlich hier diese blaue Fleecejacke bestellen, war nach 30 Sekunden ausverkauft, gab einen Checkout, hab gesehen, ja, sold out, nice. Es ist wirklich sehr schwer, solide Hoodies zu finden, aber ich muss auch sagen, dass ich momentan sehr auf der Basic Wave bin, wenn man das so sagen kann. Also ich trage, was Hoodies angeht, momentan sowieso fast nur graue Hoodies und dann da meistens, wie gesagt, diesen Reporter-Hoodie, den von X-Days Left, den habe ich auch sehr gerne an, Hoodie halt auch sehr unauffällig ist, zumindest was Prints und sowas angeht. Dafür hatte dann halt er relativ auffällige Taschen. Das ist so das, was ich momentan sehr fühle. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, auf den Transvision Release am Sonntag zu gucken, weil ich glaube, dass die Hoodies wirklich sehr, sehr stark reinknallen werden, beziehungsweise generell die Kollektion. Bei 99 Base genau dasselbe. Falls ihr noch irgendwelche Hoodies habt, die ich vielleicht vergessen habe, dann dürft ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Genauso dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Und vielleicht, was ihr als nächstes sehen wollt, wir haben jetzt schon eigentlich alles von diesen Top-Videos abgehakt, würde ich sagen. Lasst dem Video auch einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat und abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr wisst es, jeden Sonntag um 20 Uhr. Ich hoffe, das Video hier kommt pünktlich, aber es sollte eigentlich hinhauen. Und ja, das war's vom Video. Checkt den neuen Insta-Post ab. Wenn das Video rauskommt, bin ich gerade live. Ihr dürft gerne in den Stream joinen. Ich würde mich über euch freuen. Und ja, genießt das herbstliche Wetter, was diese Woche nochmal ein bisschen hochgehen wird. Wie gesagt, alles, was jetzt schon raus ist, davon habe ich euch die Links in die Videobeschreibung gepackt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao.